Hallo, ich bin Julius Miem. Ich bin Bürgermeister in Schwäbisch Gmünd und der zuständige Dezernent für Stadtentwicklung. Wir befinden uns hier in einem Areal, wo nichts so bleiben kann, wie es ist. Dabei kommt es darauf an, dass man diese Trasse, unter der sich der neue Tunnel befindet und die nicht bebaut werden darf, gerade nicht zum Thema des neuen Städtebaus macht, sondern den Blick und die Orientierung in diese Richtung lenkt, in die Achse der Leucherstraße, die mit einem markanten neuen Stadttor möglichst symmetrisch, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, gefasst werden soll. Hier muss das neue westliche Stadtentree von Schwäbisch Gmünd gestaltet werden, mit einer völlig neuen Stadtarchitektur, die einen ganz anderen Auftritt dieser großen Mittelstadt in Richtung Stuttgart präsentiert.